Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. So, ich habe da eine Karte gewerkelt und so eine Form, die kann man zusammen eben falten, richtig so flach und in den Briefumschlag reinlegen. So, habe sie mit Magnete versehen. Da, so. Die ist in dem Fall ganz Mini-Magnete, aber mit denen habe ich mich echt abgequält. Das ist nicht so einfach. Nee, ja. Musste ich feststellen. So, dann habe ich auch da so ein bisschen dekoriert. Wie so eine Falttasche, ne? Wie so ein. Und ja, und innen habe ich es auch noch ein bisschen so geschmückt. Ja, die wird so aufgeklappt einfach, ne? Und da habe ich da ein paar Stehpflanzen, Blumentöpfe, Sticker eingeklebt. So, und dann habe ich das eben, ist so eine Variante, ne? Zum Geburtstag, und dann klappt sie sich wieder zu. Und ja, es wird aus einem Bogen gemacht. Nur zum Dekorieren braucht man noch ein bisschen dazu, aber ist okay. So, Rückseite. Ja, und die Karte habe ich dann dafür zum Basteln habe ich diesen Block rausgeholt. Ist aus Action. Ich glaube, die gibt es auch noch. Mit diesen ganzen Einleger. Hier daraus habe ich auch diese Sticker genommen. Da und da. Da fehlt einer, ne? Ja. Und dieses Papier, ne? Den ganzen Bogen hat ja so einen Rand. Und das war eben auch noch der Grund, dass ich so eine Abschlusskante habe, so eine hübsche, ne? Da habe es mit Silberspiegelkarton unterlegt. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, genau. Und so ein paar Deko-Elemente auch in dem Stil auch gemacht. So, jetzt habe ich noch eine zweite vorbereitet. Soweit. Und okay, ich zeige mal, wie das alles entsteht, ne? Weil braucht schon etwas Arbeit, ne? So, ich werde vorsichtig machen. Eben, das ist ein Bogen, 12, 30 Zentimeter, ne? Und wird diese, hier sieht man ja, das ist geklebt. Dieses Teil wird abgeschnitten. Eben diese 12, 30 Zentimeter, ja, wird bei 10 Inch abgeschnitten. 10 Inch, ne? Und dann wird bei 4 und bei 6 von der Seite geprägt, und dann drehe ich um und lege es wieder an und falte noch bei 5. Und dann entsteht diese Falte, ne? So. Und fertig. So, und dann dieses Teil, den Deckel sozusagen, die Lasche, Klapplasche, ne? Die wird bei halben Inch gefalzt und dann festgeklebt. Und dann so einen Verschluss machen, ne? So, dann habe ich diesmal habe ich von innen die Magnete aufgeklebt und dann auch hier noch dann und das hält. Ich habe größeres diesmal genommen und dann hat man so einen Effekt. Und darauf kommt auch noch jetzt ein Streifen von dem Silber
Aber ich habe es 2 Zentimeter zugeschnitten, reicht, dass man so einen Rand hat. Hier, es muss nicht zumach abdecken unbedingt. Nur so ein bisschen kann es hier drüber gehen. Weil hier habe ich es dann oben drauf, weil das diese dünne, die kleine, die konnte nicht durch diese Schicht, Papierschichten. War es zu schwach. Und hier hatte ich es oben drauf geklebt, abgedeckt, auch so eine Delle, ne? Ja, da muss man schauen, wie man es möchte oder mag. Man kann ja auch diese Klettverschlüsse drauf machen. Eben ja. War schon ein Getüftel, bis man das so hinkriegt, wie man es möchte haben. Ja, dann ist es das. Werde ich mal einfach ein bisschen weiter dran noch arbeiten. Das kommt jetzt dran. Ich würde sagen, nehme ich wieder, diesmal nehme ich den Alleskleber. Für die Magnete hatte ich auch den Alleskleber genommen. Da braucht ein bisschen Zeit, aber doch, er macht's. Und dann werde ich mal hier eine Schicht Kleber. Na komm, er zieht Fäden, ne? Deswegen soll man da. Und dann mache ich auch hier noch so. Ein Streifen, dass man dann erwischt, was man machen möchte. So, das dann. Und dann muss hier nach außen gucken, ne? Deswegen soll man da schauen, dass so auflegen. Genau. Das dann, ne? So. So, das muss jetzt trocknen. Sehen, dass es ordentlich aufliegt. Das kann man immer. Ist möglich, dass man es verschiebt. So, und dann, da ist ein. So, leg ich mal drauf. Das auch noch. Kann es so trocknen. Nächstes, ich habe jetzt diese Schriftzüge. Ich hatte da einige ausgeschwänzte schon gehabt. Eben solche. Aber bist du. Solche, ne, das ist also ein alter Schablon von Tate Redlines, ne? Ja, und auf das Papier das gleiche aufgeklebt, ausgeschnitten und dann noch mal auf weißes weißen Kartstock aufgeklebt und ausgeschnitten. Ich habe diesen Aquarellblock Bogen genommen, sehr stabil genug und dann auch das noch. Da habe ich diese Elemente bekommen. So eben diese Teile, ne? Da und hier drin dann so. Okay, das. So, ich würde sagen, schauen wir. Naja, soweit gut. Das. Und ja, von der Seite bin ich jetzt so, glaube, möchte ich da vielleicht nicht haben. So, das nächste. Dieses Schmuckelement, ne, habe ich auch. Ihr kennt ja diese Standschablone, so ein Set von Action, ne, habe ich eben ausgestanzt und geschnitten, eben ein Stück abgeschnitten. Und das könnte man wieder hier irgendwie platzieren, so dass das eventuell sich da schön macht. Könnte man auch. Ja, ich glaube. So wäre es auch okay. Da habe ich so diese Ecke für hier hin.
Obwohl, ich habe so eine Ecke noch gehabt. Genau, ich habe so eine. Brauche ich die nicht? So, hier, ne, habe ich ja das so aufgeklebt. Ich habe diesen einen Rahmen, habe ich durchgeschnitten, in die Ecke gesetzt. Und da, obwohl, ich könnte mehr davon nutzen. Ich glaube, ich mache es mal so. Auch hübsch, ne? Kann man ja spielen damit, wie man will. Genau so. Also von der Seite. Oder von der Seite. Ja, das kann man dann abschneiden, wie man es mag. Und ich glaube, das könnte ich hier wegschneiden. Und das auch noch. So, das würde auch reichen. Auch so oder so. So, glaube ich, schön, ne? Oder so. Doch, so gefällt es mir und das kann ich dann aufkleben, ne? Einfach mit. So, dann lege ich es mal auf. Hab einfach Kleber, Flüssigkleber drauf. Und dann kann es mal trocknen. Diese Ecke auch noch. Dann auflegen. Ne? Was habe ich denn da drin? Genau, dann kommst du noch. So. So, dann kann es trocknen. Hier. Quillt was raus, muss ich dann. Soweit okay. So. So, jetzt mal einfach so planen mal auf, dass es kann besser trocknen. Hier ist auch ein bisschen weg. Naja, ich würde sagen, ist okay. So. So, jawohl. So habe ich es jetzt befestigt. Und dann ist es, sieht es so aus. Auch nicht schlecht, ne? So, von innen kommen, glaube ich, da war ich so unsicher, was ich da klebe. Ich glaube, dieses Geschenk dahin. Und so eine Blume. Dahin, oder? Ja, so. Ja. So. Und dann kommt noch das alles drauf. Ja, ich bin noch am überlegen, ob ich diesen Streifen auch hier noch drauf machen soll.
Ja, könnte ich, glaube ich, auf mit Klebepads dann aufkleben, dass es nicht so diese Buckeln wieder ergibt. So, ich habe da ein paar zugeschnitten. So, ich glaube, kann man schon ein bisschen Abstand. Egal, so. Kommt dann ab. Ja, und die haben so die Höhe von dem Magnet. Und dann sieht das ein bisschen hübscher aussehen. Ich glaube, ich mache es bündig. Genau, so. Ja, ist auch so eine, ein Streifen. So, das kommt hier dran. Auch so ein bisschen. Ein schmaler Streifen. Dahin. Und das kommt da oben hin. Das muss ich von oben so ein bisschen. Kleber kommt drauf. Hier, ne? So, genau. So, jetzt habe ich auch diese, so eine Blume, habe ich ausgestanzt gehabt. Hier ist so eine. Da habe ich diese, muss jetzt trocknen und dann haben wir es soweit. Auch schön, ne? Immer da wird immer exklusiv, ne? Jede Karte ist immer so eine individuelle Ausfertigung, ne? Ja. Das ist aber ja, so ein gleiches Konzept. So, das, dann hebe ich das dann, die Teile so. Okay. So, das. Von der Rückseite ist es dann so. Ja. Hier so eine. Und dann. Jetzt dann schön gefaltet. Und dann Magnetene. Hat man so eine Aufstellkarte. So und so. Weil hier, ne, hatte ich ja diese Magnete ein bisschen so eingedrückt. Ja, es ist so. Und deswegen habe ich an der da so ein bisschen geändert, aber trotzdem, ne? Ach, guck, hier habe ich irgendeinen Fleck. Kann ich ein Blümchen, glaube ich, noch. Oder ein paar Steinchen werde ich noch kaschieren müssen. Ja, das Glanzpapier, ne, das ist ja ein sehr, sehr glänzendes Papier. Und da sieht man jedes Fleckchen oder Nuance, ne? So, dann zeige ich von innen. Das ist dann hier so. Auch hübsch, ne? So eine Variante. Und das hier drin ist dann so. So eine Variante, ne? Okay, hier. So, ja, ihr Lieben, das ist diese Karte. Ja, es war echt
bis sie geboren wurde, ne? Ah, das ist immer so eine Sache. Aber ja, bin echt zufrieden, glücklich damit. Okay. So, das war's dann. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.